Hallo du wundervoller Mensch, herzlich willkommen zu einem neuen Hula-Hoop-Training mit mir. Hi, ich bin Patricia, ich bin Hula-Hoop-Trainerin und wir machen hier ungefähr 10 Minuten Hula-Hoop. Diesmal ganz, ganz wichtig, ein Schlückchen trinken, bevor wir starten. Sehr gut. Und immer dann, wenn du denkst, boah, du hast voll Durst, schnappst du dir dein Getränk und trinkst einfach ein Schlückchen. Wir starten zuerst mit dem Warm-up. Das heißt, du brauchst deinen Hula-Hoop-Reifen noch gar nicht. Leg ihn gerne einfach auf den Boden, stell dich rein. Und dann komm erstmal im Hier und Jetzt an. Das heißt, schließe mal deine Augen. Wir starten mal bei den Händen. Streck dich mal lang. Atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Sehr gut. Einmal Arme zur Seite nach unten. Genau. Und den Rest erzähle ich dir jetzt. Schön, dass du da bist, du wundervoller Mensch. Wir bewegen erst ein wenig die Beine, ganz gemütlich in deinem eigenen Tempo. Du kannst auch gerne die Arme schon ein wenig mitschwingen, so wie es sich für dich angenehm anfühlt. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst und dass du ein wenig in Bewegung kommst, damit dein Körper weiß, was auf ihn zukommt. Ist auch egal, wie es aussieht. Hauptsache, du bewegst dich und schwingst ein bisschen mit. Schüttel dich gerne zwischendurch. Ein bisschen locker machen. Streck dich nach oben und leicht zur Seite. Du darfst ein leichtes Ziehen in der Seite merken. Wichtig ist immer, bitte, wenn du merkst, dass dir etwas wehtut, dann mach es nicht. Streck die Arme nochmal nach oben und nach hinten. Schüttel dich nochmal. Dann schnapp einmal deinen Reifen. Und wir kümmern uns um die Körpermitte. Gerne einmal deine Hüfte von rechts nach links wippen lassen. Gerne dabei die Augen schließen, wenn du das möchtest, wenn es sich gut anfühlt. Und dann kümmern wir uns um die Hüfte und kreisen diese im Hula-Hoop-Reifen. Auch hier ist wieder wichtig, die Hüfte in beide Richtungen kreisen zu lassen und ruhig große, übertriebene Bewegungen zu machen. Auch hier kannst du die Augen schließen, wenn du das möchtest. Immer so, wie es sich für dich gut anfühlt. Denn in deinem Hula-Hoop-Training geht es um dich und umsonst niemanden. Nur um dich. Du entscheidest, wie lang und wie intensiv dein Training zu sein hat. Das hier ist nur eine Inspiration für dich. Strecke den Reifen über den Kopf und streife ihn über deinen Körper bis nach unten. Dabei gerne durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Das Ganze auch wieder in deinem Tempo. Super. Dann legen wir den Reifen in den Rücken und werfen ihn in die ungeübte Richtung. Groove dich erstmal ein bisschen ein. Auch hier gerne wieder die Augen schließen, wenn du möchtest. Und dann kümmern wir uns um die Beine. Es geht einen Schritt nach vorn und wieder einen Schritt nach hinten. Gerne deine Schrittbreite etwas breiter wählen. Und in deinem eigenen Tempo deinen Schritt wählen. Das heißt, gerne Zwischenimpulse schicken an deinen Reifen und Spaß darf's machen. Nach hinten und drehen. Du musst dich nicht mitdrehen. Ich mache das einfach nur, damit du die Übung aus verschiedenen Perspektiven sehen kannst. Auch hier das Atmen bitte nicht vergessen. Gerne wie immer durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder aus. Und die Richtung wechseln. Wenn das noch nicht so gut funktioniert, dann mach die Übung einfach, ohne dass der Reifen sich um deine Taille kreist. Oder du stoppst den Reifen einfach und wirfst ihn wieder ab. Wenn er runterfällt, hebst du ihn wieder auf. Du weißt schon, das Übliche. Und auch hier das Atmen nicht vergessen. Und passe ruhig die Übung deiner Bewegung an, deinem Fitnesslevel an. Du kannst auch versuchen, deinen Körper, so wie ich das hier mache, leicht mitzudrehen. Probier dich einfach mal aus. Das Schlimmste, was passiert ist, dass der Reifen runterfällt und dann hebst du ihn einfach wieder auf. Das ist gar nicht schlimm. Du kannst übrigens schon unglaublich stolz auf dich sein, dass du dich dazu motivieren konntest, den Reifen zu schnappen und das ausprobierst. Und hier geht es auch nicht darum, dass du genau das nachmachst, was ich dir zeige, sondern dass du dein eigenes Ding findest, dass du Spaß dabei hast und ruhig einfach mal machen, wonach dir gerade ist.
Hör auf, drüber nachzudenken, sondern fühle. Fühle dich, fühle deinen Reifen und hab einfach Spaß. Der Spaß sollte immer im Vordergrund stehen. Ist sehr gut gemacht. Richtig, richtig gut. Ich drehe mich nochmal zur Seite und wir machen einfach einen Front-Tap. Du entscheidest wieder, ob das Bein und dein Körper nach vorne zeigen oder ob du deine Arme noch ein bisschen mit dazu nimmst und noch ein bisschen mehr powerst. Nimm dich selbst nicht so ernst. Das Leben ist schon ernst genug. Sehr gut. Tap, tap, tap. Moment, bisschen langsamer werden. Wir wechseln nochmal die Richtung. Sehr gut. Augen nochmal schließen und wir kümmern uns noch einmal um die Beine. Der Schritt geht wieder nach vorn. Leicht schräg, wenn du das möchtest. Und auch hier das Atmen bitte nicht vergessen. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder ausatmen. Tap, 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 tap. Und auch hier gilt wieder, du findest deinen eigenen Rhythmus. Das ist meiner. Wie dein Rhythmus aussieht, das entscheidest ganz alleine du. Sehr gut. Dann wirst du einfach wieder ein bisschen langsamer, wechselst noch einmal deine Richtung. Also nicht deine Richtung, sondern die Richtung deines Reifens. Und wir machen einfach ein paar Sidesteps. Auch hier passt du die Übung einfach deinem Fitnesslevel an, deinem Tempo an, ob du ein bisschen schneller möchtest, ob du deine Arme mitgrooven lassen möchtest. Vielleicht hast du dir auch Musik dazu angemacht. All das entscheidest ganz alleine du. Und tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Sehr gut. Und nochmal Richtung wechseln und zurück in den Tap. Tap, 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 tap. Du kannst auch selber entscheiden, ob du zwischendurch Zwischensteps machst. So wie du magst, so wie es sich gut anfühlt. Und wenn es sich heute nicht gut anfühlt, dann mach einfach irgendwas anderes. Nimm gerne die Arme mit dazu. Stopp, stolz auf dich sein, Arme einmal nach oben strecken, einatmen und ausatmen nicht vergessen. Achtung, wir stoppen den Reifen und drehen nochmal in die andere Richtung. Einatmen und wenn du magst, schließe die Augen und versuch dich mal kurz auf ein Bein zu stellen. Mal das rechte, mal das linke, einfach im Wechsel. Versuch dein Gleichgewicht zu halten, indem du deine Arme seitlich von dir wegstreckst. Die Augen kannst du optional schließen, du kannst sie aber natürlich auch geöffnet lassen. Und auch hier gilt es, den Reifen einmal in die andere Richtung kreisen zu lassen. Versuch's einfach mal. Deine Arme kannst du auch nach oben strecken, wenn sich das für dich angenehmer anfühlt. Oder du streckst sie eben zur Seite. Super! Klasse! Bevor wir jetzt zum Cooldown kommen, du entscheidest, ob du noch weitermachst oder ob du meinen Cooldown mitmachst. Vorher trinken wir aber noch Wasser. Gut, dass nur stilles Wasser drin ist. So, und jetzt kommen wir zum Cooldown. Mir ist es wichtig, dass du für deinen Cooldown dich so bewegst, wie es sich für dich angenehm anfühlt. Ob du dich nun beugst, ob du dich streckst, ob du deine Schultern kreisen lässt oder ob du dich ein wenig zur Seite neigst. Wichtig ist, dass du langsame Bewegungen machst und schaust, dass es dir dabei gut geht. Das ist wichtig. Gerne kannst du dabei auch die Augen schließen, wenn es sich gut anfühlt. Und verharre so lange in den verschiedenen Positionen, wie es sich für dich gut anfühlt. Fühle dich ist das, was beim Hula Hoop zählt und das ist nicht nur im Training so, sondern vor allem auch beim Warm-up und beim Cooldown wichtig. Sei stolz auf dich, dass du dir den Reifen geschnappt hast oder dass du dir das Video angeschaut hast und dir ein paar Inspirationen für dein nächstes Training hast herausnehmen können. Und wenn du jetzt auf der Couch sitzt und zuschaust, kannst du trotzdem mal kurz deine Augen schließen und einfach mal deine Arme Richtung Decke strecken. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich darüber, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Mach dieses Training einfach immer dann, wenn du gerade Bock drauf hast. Oder lass dich einfach nur inspirieren. Du musst jetzt nicht von der Couch aufspringen und mach es dann, wenn es sich für dich gut anfühlt.
Im Unterbewusstsein speichern sich Dinge ab, von denen du gar nicht weißt, dass du sie jemals gesehen hast. Okay, das klang jetzt seltsamer, als es sich anhören sollte. Damit wollte ich sagen, wenn du dir das jetzt hier anschaust und auf der Couch sitzt und Chips mampfst oder gerade Currywurst Pommes isst, voll fein. Ess es bewusst, freu dich und freu dich auch darauf, dich morgen oder übermorgen oder in 2 Wochen wieder mit deinem Hula-Hoop-Reifen bewegen zu dürfen. Alle Infos zu den Reifen und alles, was mir sonst so einfällt, findest du wie immer in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. 10 Minuten Hula-Hoop mit Patricia. Das bin ich. Ich bin Hula-Hoop-Trainerin und schön, dass du dabei warst. Ciao. Ach warte, ich muss noch einen Reifen nehmen.